Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Es ist wieder knapp einen Monat rum, Zeit für einen neuen Camper-Update und los geht's wie immer nach dem Intro. Nummer 2, das sind die Themen diesmal neu in 2024, worauf müssen wir Camper zukünftig achten. Dann die Top 3 Reiseziele laut Power Camper Community und Roadsurfer. Sehr interessant, was da rausgekommen ist. Dann wichtig, Anreise CMT, da müsst ihr was ganz Wichtiges beachten. Und zum Schluss kommt der Stefan wieder hier an meine Seite oder auf die Seite, das weiß ich noch nicht, denn da wollen wir euch unsere Top 3 Stellplätze 2023 präsentieren. Und los geht's! Tja, was ist neu in 2024? Worauf müsst ihr achten? Wundert euch nicht, wenn ich ab und zu mal nach links schaue, weil da stehen die Informationen, die ich natürlich nicht auswendig für euch gelernt habe. Ich weiß, das muss ich noch üben, aber eines Tages ist es soweit. Denn der ADAC hat für 2024 wichtige Hinweise rausgegeben. Der Link dazu zum Artikel ist natürlich auch in der Videobeschreibung. Da könnt ihr alles nochmal nachlesen. Wir gehen jetzt einfach mal auf die 5 wichtigsten Themen ein. Und zwar höhere Spritpreise durch die CO2-Steuer. Dann beim Winterreifen das Alpin-Symbol wird zur Pflicht. LKW-Maut für große Wohnmobile. Großes Fragezeichen immer noch. Dann Bußgelder aus der Schweiz werden vollstreckt. Und zum Schluss Österreich, die Tagesvignette kommt und endlich kann man sie online beim ADAC bestellen. Durch die CO2-Bepreisung fossiler Brennstoffe wird das Tanken wieder mal schrittweise teurer. Es ist wieder der 1. Januar, also dementsprechend tritt die nächste Stufe der CO2-Steuer in Kraft. Yippie, yay, yay. Wie ihr wisst, bis jetzt beträgt sie ca. 30 Euro pro Tonne. Und zukünftig wären es dann 40 Euro pro Tonne. Das bedeutet für uns, was natürlich teurer Preis, etwa 3 Cent pro Liter wird der Diesel oder Benzin teurer. Was wir natürlich prüfen müssen und wo wir sehr gespannt sind, wie viel Cent werden die Mineralölkonzerne noch on top wieder draufschlagen. Dann ganz wichtig für die, die gerne in den nördlichen oder südlichen, in den Bergen zum Schnee fahren, also die gerne Wintercamping machen. Ab dem 1. Oktober 2024 wird das alpine Symbol Pflicht, wenn der Reifen als Winterreifen anerkannt werden soll. Das Symbol, das besteht aus einer Schneeflocke und einem Berg und diese Pflicht gilt auch für Ganzjahresreifen. Also ab dem Datum, also ab 1. Oktober 2024, dürfen bei winterlichen Straßenbedingungen keine Reifen mehr gefahren werden, die lediglich ein M- und S-Kennzeichen tragen. Also achtet bitte auf eure Ganzjahres- und Winterreifen, dass ihr gut in den Schnee kommt. Dann ein Thema hatten wir im ersten Camper-Update schon drinne. Das war das mit der Mautpflicht. Denn ab Juli gibt es eine Mautpflicht bei Wohnmobilen über 3,5 Tonnen. Und unter 7,5 Tonnen, es könnten 160.000 in Deutschland zugelassene Wohnmobile betroffen sein. Aber, das wurde ja schon gesagt, bei den meisten Mautkontrollsystemen ist es ja eindeutig, dass die Wohnmobile erkennbar sind. Und dann gibt es keine Mautpflicht. Wie gesagt, mehr dazu im letzten Camper-Update. Da gibt es auch nochmal den ganzen Link zu dem Artikel vom ADAC. Dann mit dem Krafttreten des deutsch-schweizerischen Polizeivertrages voraussichtlich Anfang 2024 kann man Geldbußen einfacher oder kann man bei Geldbußen einfacher belangt werden. Das bedeutet, wer in der Schweiz geblitzt wird, kann künftig ja einfach zur Kasse gebeten werden und umgekehrt natürlich genauso. Voraussetzung, dass dieses Bußgeld samt Verfahrenskosten überhaupt in der Schweiz bezogen wird, ist, dass die Grenze von 70 Euro in Deutschland bzw. 80 Schweizer Franken übersteigen. Also wenn ihr drunter seid, dann werdet ihr in der Schweiz nicht belangt, aber machen wir uns nichts vor, wenn man in der Schweiz geblitzt wird, dann wird das eh schon ziemlich, ziemlich teuer. Dann etwas, was richtig positiv ist, die österreichische Regierung hat für 2024 die Einführung der Tagesvignette für Autobahnen beschlossen, aber
Was das bedeutet, heißt gleich noch was Negatives dazu. Die 10-Tages-Vignette wird auch teurer. Also zukünftig könnt ihr eine Tagesvignette für 8,60 Euro haben. Dafür dann die 10-Tages-Vignette kostet 11,50 Euro statt jetzt, glaube ich, 9,50 Euro. Da heben sie es ganz schön an. Und was richtig cool ist, beim ADAC kannst du endlich die Vignette online buchen. Brauchst also nicht mehr das Aufkleber-Dings. Du kannst einfach durchfahren durch die Mautstationen. Leider nur beim ADAC. Aswinag, die eigentliche Firma für Österreich. Tja, da gibt es immer noch diesen langjährigen 18-tägigen Prozess. Anders ist das halt nicht zu machen. Falls ihr euch wundert, warum ich immer näher zu euch komme, da ist das Tablet, wo die Infos draufstehen. Tja, alle weiteren Themen, alles was ab Januar 24, denn das ist noch viel, viel mehr, das könnt ihr beim ADAC nachlesen. Der Artikel dazu ist in der Videobeschreibung verlinkt. Die Top 3 Reiseziele 2024. Die Online-Plattformen von Paul Camper und Roadserver haben ihre Inspiration für ihre Top-Reiseziele 24 veröffentlicht, die wirklich unterschiedlicher nicht sein können. Ihr seht jetzt irgendwas eingeblendet, ich hoffe, ich krieg's hin. Auf jeden Fall, Platz 3 bei Paul Camper ist Frankreich, bei Roadsurfer definitiv Albanien. Platz 2 Italien bei Paul Camper, Norwegen für die Roadsurfer und richtig und wirklich unterschiedlicher kann es nicht sein. Platz 1, die Paul Camper Community will in Deutschland unterwegs sein und die Roadsurfer Community, die reist es nach Kanada. Also unterschiedlicher können diese Länder nicht sein. Was uns jetzt brennend interessiert, schreibt bitte es runter in die Kommentare. Was ist euer Top-Reiseziel für 2024? Die CMT rückt näher und näher und näher und da ist es wichtig, bei der Anreise etwas zu beachten. Denn laut Stuttgarter Nachrichten werden ausgerechnet zum publikumsstarken Reisemesse CMT im Januar 2024 keine S-Bahn, also S-Bahn zur Ausstellungswelt fahren. Zum einen, es gibt Baustellen in dem Bereich und jetzt ganz, ganz aktuell, tja, die S-Bahn wird von der Deutschen Bahn bedient. Dementsprechend kann ein GDL-Streik, ein sehr wohlmöglich starker GDL-Streik, zu ganz großen Herausforderungen es bringen, wenn ihr mit der S-Bahn anreisen wollt. Wir empfehlen deshalb, kommt mit dem Auto oder mit dem Wohnmobil und wenn es nicht geht und ihr wollt Öffis unbedingt nehmen, dann nehmt unbedingt die U6 für die CMT, damit ihr eine wunderbare Messe in Stuttgart haben könnt. Und schon sind wir fast am Ende von diesem Video. Zur Tradition kommt Stefan natürlich mit in das Video rein, denn wir waren natürlich viel unterwegs im Jahr 2023 und wollen unsere Top 3 Stellplätze für euch einfach mal küren. Wir haben unterschiedliche Kriterien, die wir uns hin und her gesponnen haben und dementsprechend sagen wir jetzt euch einfach nur die Top 3 Plätze, damit wir euch das nicht weiter erklären müssen, warum, weshalb, wieso. Jo. Ja, Platz 3, definitiv der Lütschehof in Stapelshausen, ein wunderbarer Camping. Stapelhorn, ne? Stapelhorn, Entschuldigung, danke, dass du mich... Bei Bruchhausen-Vilsen, Stapelhorn. Ja, genau, richtig. Auf jeden Fall ein ruhiger, schöner Stellplatz. Also wenn ihr die Ruhe genießen wollt, dann seid ihr da genau richtig. Richtig, Fahrräder ja. Braucht ihr auf jeden Fall, sollte man mitnehmen, damit ihr die Umgebung einfach erkunden könnt. Genau, der Mittelpunkt Niedersachsen ist nicht so weit weg. Die historische Eisenbahn dort in Bruchhausen-Vilsen ist nicht so weit weg. Also Dampflokomotive. Ja, ist schon ein bisschen was zu erleben. Ja. Richtig toller Platz. Dann Platz 2. Ja, das ist der Stellplatz in Italien, nämlich Gardinger Therme. Der hat uns persönlich sehr, sehr gefallen. Einmal natürlich kostenlos mit dieser bombastischen Aussicht. Ihr habt Ver- und Entsorgung, also die Infrastruktur war mega. Und zwar auch selbst alles Strom. Kostenfrei. Alles kostenfrei. Also wow, wirklich. Muss echt nicht sein, aber ist natürlich super toll und freut man sich riesig drüber. Und dann diese bombastische Aussicht. Ne? Also definitiv Platz 2 für uns. Platz 1, tja, das war für uns
sehr eigentlich eindeutig. Sehr schnell klar, genau. Also, wir haben uns beide angeguckt und dann war es eindeutig. Es ist Arena Stoja Campsite in Pula, Istrien, genau. Kroatien. Absolut Hammerplatz. Nicht nur, dass wir ja, ich sag mal, den Platz so toll fanden. Natürlich, klar, wir waren auch mit zwei super Jungs da, die natürlich auch mit denen das Spaß gemacht hat, ne? Und wir viel erlebt haben. Ich wollte gerade sagen, also wenn ihr das jetzt haben wollt, braucht man die Jungs. Ihr müsst mal nachfragen. Nein, braucht man natürlich nicht, aber... Sonst muss ich fragen, ob man sie buchen kann, genau. Nein, das natürlich nicht, aber klar, logisch. Wir haben dann viel erlebt und ich denke mal, sonst hätten wir wahrscheinlich auch nicht so viel erlebt. Wir hätten vielleicht weniger gemacht, weiß man nicht so genau. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Allein, weil der Platz es anbietet. Also du bist ruckzuck, du kannst auf dem Mittelmeer, du kannst rum zu Kanutouren machen, du bist mit der Busanbindung, also da fährt wirklich alle 20 Minuten fährt ein Bus in die City, Einkaufsmöglichkeiten gibt es da und wirklich für Survival-Leute, die gerne mal was erkunden, ist Pula eine richtig coole Stadt und der Arena Stoja Campsite ist auch nicht so teuer. Nicht so teuer. Also der ist wirklich preislich super. Genau. So, und jetzt ist natürlich unsere Frage, die wir uns stellen, und deshalb bitte fleißig in die Kommentare posten, was war euer Stellplatz 2023, also euer Top-Stellplatz, wo ihr dieses Jahr sehr, sehr gerne wart? Genau, das würde uns auf jeden Fall interessieren, mal sehen, was dabei rauskommt und was wir dann vielleicht nächstes Jahr auch mal anreisen oder übernächstes Jahr, je nachdem, mal gucken. Genau, was wir da erkunden können. Ja, weil wir brauchen auch immer noch Ziele, immer wieder. Immer wieder. In diesem Sinne... Soll es das gewesen sein? Das war das Camper-Update Nummer 2. Das nächste, so Gott will, kommt dann wieder im Januar. Bleibt uns so lange gewogen, bleibt gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrt-Camper. Ciao, ciao. Tschüss.